Servus zusammen, herzlich willkommen zur letzten Folge in der Staffel 5. 117 Folgen sind es jetzt doch geworden. Fast 11 Monate Bastelzeit auf dieser Karte. Und ich muss sagen, es ist mal Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Vorerst. Es wird sicherlich nochmal gefilmt werden auf der Karte, gebastelt aber nicht mehr. Definitiv, da ist Ende Gelände. Aber um die ein oder andere Mitfahrt noch einzufangen oder dergleichen mehr. Es gibt ja noch ein paar Themen, die ich noch aufgreifen wollte. Das wird auf jeden Fall passieren. Das ist auf jeden Fall immer wieder cool, hier zurückzukommen, um nochmal ein bisschen zu filmen. So, eine Sache, die ich ja noch nachliefern wollte, bevor wir uns hier noch ein paar Eindrücke zum Abschluss von der Karte ansehen, ist hier oben dieser Bereich mit dem Flugplatz und der angrenzenden kleinen Rennstrecke. Nennen wir sie mal Rennstrecke. Die habe ich ja noch umgesetzt. Denke ich mal, kann man auch wiedererkennen, wenn man das Ganze ein bisschen mit dem Vorbild vergleicht. Ich drehe mal den Sound ein bisschen runter, weil die Mopeds einfach so brutal laut sind. Ja, ich habe das Ding auch so ein bisschen zum Leben erweckt, ein bisschen für Inszenierung gesorgt. Sprich, hier sind tatsächlich Motorräder unterwegs aus dem Asset Expansion Paket. Wie habe ich das gemacht? Ich habe, ihr seht das gleich noch so ein bisschen scheibchenweise aufgebaut als Mini-Zeitraffer. Nur das ist vielleicht ganz interessant, warum hier die Mopeds rumfahren, wie das Ganze funktioniert. Ich habe einfach eine simple Linie angelegt, wie man sehen kann. Dazu braucht man ja lediglich zwei Stationen, um eine funktionierende Linie zu machen. Das sind unsichtbare Stationen, da halten die ganz kurz und fahre sonst einfach im Wesentlichen im Kreis auf dieser Strecke entlang. Unsichtbare Stationen, die findet ihr in Jofreeds Modbox, kann man hier einfach hinkleben, man braucht zwei Stück, wie gesagt. Hier eins, zwei und der Rest ist halt einfach über Wegpunkte gelöst, die sich hier so im Laufe der Strecke befinden, dass die Mopeds eben auch hier genau die Strecke entlang fahren. So, und mehr ist es nicht. So, das Ding gerade nochmal einblenden. Also hier eine Haltestelle und wo ist die andere? Die ist hier drüben. Wo man die setzt, ist scheißegal. Und den Rest dann einfach mit Wegpunkten so hinbiegen, wie ihr es haben wollt. Und dann fahren da eben diese Mopeds entlang. Finde ich also generell eine nette Idee, das ist jetzt alles nicht mehr so detailreich geworden. Hier ist nochmal irgendwie so ein kleines, weiß nicht, Werkstattgebäude oder so, da treffen sich halt die Motorradfreaks. Hab da hier nochmal so ein paar Reifen aufgestapelt, hier die aus der aus dem Kleingarten-Asset-Paket und diese ganzen Motorräder, die sind eben alle aus dem Asset-Expansion-Paket. Und wenn man das dann hier so nett arrangiert, dann entsteht da ja schon eine ganz nette Szenerie. Ansonsten habe ich das ganze Zeug eben noch angepinselt und etwas begrünt und einen Zaun außenrum gezogen. Und so kann man eben so eine kleine Rennstrecke ganz nett in Szene setzen. Werde ich, denke ich mal, auf der nächsten Karte auch auf irgendeine Art und Weise machen. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Kann man ja noch eine Tribüne dazu schmeißen und solche Geschichten. Und dann sieht das schon ganz witzig aus, wie ich finde. So, den Flughafen an sich, da gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Den habe ich halt nochmal um 180 Grad gedreht. Vielen Dank nochmal für die Hinweise, dass das eben so eher der Realität entspricht. Und außenrum ist halt so ein bisschen Landwirtschaft noch in diesem Bereich entstanden. So. Und so ein bisschen kleines Gewerbe, was ich da halt so erkennen konnte. Aber auch alles nicht mehr mit Details ausgestattet. So viel dazu. Dann schauen wir uns einfach abschließend noch ein paar nette Bilder an. Und ich habe auch noch eine kleine Preview auf die neue Karte vorbereitet. So, hier noch ganz kurz im Schnelldurchlauf die Entstehung der Rennstrecke scheibchenweise aufgebaut, beziehungsweise eben auch die Dekoarbeit, das bisschen Landwirtschaft außen um den Flughafen herum. Mit wenigen Screenshots dokumentiert, damit man das nochmal so ein bisschen nachvollziehen kann. Und das war's auch schon. Gut, dann widmen wir uns abschließend dem angenehmen Part dieser letzten Folge in der Staffel 5. Es gibt einfach noch ein paar Impressionen. Ich habe rund um die Karte von allem nochmal so ein bisschen was eingefangen. Hier nochmal sind wir kurze Zeit mit dem Flieger unterwegs. Ich habe, glaube ich, vorher schon gesagt, es ist die vorerst letzte Folge. Genau, und dass ich eben hier nochmal ein bisschen filmen werde. Könnt ihr mir ruhig glauben, das hatte ich zwar bei der letzten Karte auch schon angekündigt und dann doch nicht mehr gemacht, aber es ist halt schon ein Unterschied, also ich merke das schon. Ich bin jetzt schon locker mittlerweile 5 Wochen auf der neuen Karte unterwegs und habe da angefangen zu basteln, zu planen, die ersten Strecken zu verlegen, die ersten Bahnhöfe zu bauen. Also es wird schon ziemlich viel zu zeigen geben, aber ich merke schon immer wieder, dass ich, wenn ich diesen Spielstand dann lade
um jetzt nochmal die letzten Folgen aufzunehmen, also die ganzen, die Mitfahrten, die jetzt noch kamen und die heutige Folge. Das macht einfach immer noch Spaß, da einfach ein bisschen auf der Karte unterwegs zu sein, auf so einer fertigen Karte und schön zu filmen, eben weil auch die Performance einfach noch okay ist, sage ich mal. Also man kann noch filmen, man kann noch Videos drehen und das macht immer noch Spaß, hier unterwegs zu sein. Und das war halt bei der letzten Staffel überhaupt nicht der Fall. Also in der vierten Staffel hatte ich mir auch vorgenommen, noch mal ein paar Folgen zu bringen, aber jedes Mal, wenn ich den Speicherstand geladen habe, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die Karte. Ich hatte so dermaßen die Schnauze voll von dem Ding. Die Performance war einfach komplett im Eimer, weil ich es da halt total übertrieben habe in der Ausdehnung der ganzen Karte. Das ist alles viel zu viel gewesen. Und insgesamt waren die Bastelergebnisse auch nicht annähernd so gut wie auf dieser Karte. Deswegen, das ist einfach ein Unterschied. Und ich werde sicherlich immer mal wieder mit Abständen hier zurückkommen, um einfach eine Runde zu drehen, einfach nochmal ein paar Mitfahrten machen, nochmal ein bisschen den Schiffsverkehr unter die Lupe nehmen, solche Geschichten. Also das wird definitiv kommen. Aber offiziell ist quasi erstmal Ende Gelände hier auf der Karte und es geht dann, ja, nächste Woche geht es direkt los. Montag planmäßig starten wir in die neue Staffel, in die letzte Staffel, Staffel 6, in die eher alpine Karte. So, das dazu. Dann drehen wir hier noch eine kleine Runde. Warten mal, bis der Flieger wieder hier zur Landung ansetzt. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Auf der Rhein-Mosel-Karte. Und ich habe es auch so versucht zu gestalten, dass man ganz am Schluss dann einfach alles nochmal schön im Überblick hat. Dass man die gesamte Ausdehnung nochmal sieht. Strecken bzw. Schienennetz wird nochmal eingeblendet, solche Geschichten. Damit man das auch nochmal alles gesehen hat. So, das ist alles noch mit Blick auf die Mosel, ne? Logischerweise mit dem Flughafen hier noch schön zu sehen, die Autobahn, die dort zur Moseltalbrücke läuft. Koblenz selbst nochmal schön zu sehen. Das ganze Stadtgebiet mit Rhein und Mosel, der Hauptbahnhof. Die Schleuse kann man auch noch mal ganz gut erkennen hier aus der Position. Den ganzen Bahnverkehr. Ist ja doch einiges los mittlerweile hier auf der Karte. Das Lure Center war auch eine super Idee, das Ding dahin zu basteln. Da hatte ich ja erst irgendwie so eine Art Platzhalter, einfach so ein ganz simples Einkaufszentrum mit ein paar Supermärkten hingeklatscht und dann kamen doch relativ viele Kommentare, dass ich das doch mal versuchen sollte umzusetzen. Super Idee gewesen, auf jeden Fall sowas mit der Modbox zu bauen. Sowas Ähnliches, denke ich, werde ich auf der neuen Karte auch wieder veranstalten. Also ein Parkhaus im Eigenbau ist schon in Planung und auch schon relativ weit fortgeschritten. Kann ich euch wahrscheinlich sogar schon in der kleinen Preview, die noch kommen wird, am Schluss auch schon ein paar Bilder zeigen. Geht auch relativ easy umzusetzen mit der Modbox. Und gerade diese Eigenbaugebäude mit der Modbox umgesetzt, ob das jetzt irgendwie ein Einkaufszentrum ist oder vielleicht ein Kongresszentrum oder eben, was sich eben wirklich anbietet, Parkhäuser, das ist einfach immer eine schöne Nummer, finde ich. Und gibt der ganzen Sache einfach so einen gewissen individuellen Touch. Das sind halt dann doch Gebäude, die es einfach so nicht zum Download gibt. Da muss man sich eben selber basteln. So, Schiffsverkehr, das wird wahrscheinlich eher kein Thema werden auf der neuen Karte. Da ist zwar ein recht langgezogener Fluss dabei, wäre auch schiffbar theoretisch, aber das ist jetzt nicht wirklich so ein breiter Fluss. Also ich denke mal, das wird kein Thema werden. Seilbahnen natürlich dann dafür umso mehr, denn wir haben ja jede Menge Berge dort auf der neuen Karte. Da steht auch einem richtigen Skigebiet nichts im Wege. Schön mit Sessellift, solche Geschichten. So, hier sind wir jetzt gerade nochmal im Bereich Ehrenbreitstein unterwegs. Das ist der Bahnhof hier unten mit der Verladestation für die Autowaggons in dem Fall. So, hier ist natürlich ein bisschen schwieriger mit der Performance rund um den Rheinhafen mit Koblenz im Hintergrund. Aber das ist auch eine ganz schöne Ecke geworden. Auch so ein Kandidat, wo ich wahrscheinlich nochmal filmen werde, dann ganz in Ruhe. Kleine Mitfahrt nochmal hier mit einer der Rangierlinien zum Beispiel, solche Geschichten. Das wäre nochmal ein Kandidat. Dann haben wir hier nochmal das DB-Museum in Lützel.
Jojo, denke ich, kann ich auch recht zufrieden sein mit der ganzen Geschichte, auch insgesamt alles, was außenrum so entstanden ist, rund um das DB-Museum, hier so diese Industriegebiete, Gewerbegebiete, wo sich die Autobahn so ein bisschen durchzieht. Kann man schon so machen, würde ich sagen. Das ist schon ganz okay geworden. So, nochmal rund um den Hauptbahnhof. Kamen ja auch ein paar Kommentare, glaube ich, wenn ich das noch gerade richtig auf dem Schirm habe. Hier der ICE, der hier von zwei Lokomotiven durch die Gegend geschleppt wird, wurde aber tatsächlich genau so gesehen. Das müsste im Düsseldorfer Hauptbahnhof gewesen sein. Also ist nicht unrealistisch. Sicherlich selten, aber genauso der Realität entnommen. Hier haben wir nochmal Koblenz-Mosel-Güterbahnhof. Da rauscht gerade einer der Museumszüge durch. Eine der zahlreichen Bahnstationen entlang der Moselstrecke, die nehmen wir auch alle nochmal ganz kurz in den Fokus. Hier Koblenz-Moselweiß mit dem netten Treppenzugang hier zu der Straße hoch. Hier haben wir nochmal Koblenz-Gülz im Bild mit der Gülzer Eisenbahnbrücke im Hintergrund. Sehr schöner Bahndamm, also insgesamt der Streckenverlauf hier gefällt mir sehr, sehr gut, wie sich das so entwickelt hat. Noch mal ein bisschen durch die Weinberge hindurch, unterhalb des Flughafen ist ja dann doch ein bisschen was Größeres. Noch mehr Weinberge, noch mehr Moselschifffahrt. Und noch mehr Weinberge. Winningen müsste das hier sein, die Bahnstation und die Ortschaft. Da hinten nochmal schön die Moseltalbrücke zu sehen. Und noch mehr Weinberge, soweit das Auge reicht. Tue ich mir in der Form garantiert nicht nochmal an. Aber in der kleineren Form. Auf jeden Fall, so ein bisschen Weinanbau wird es schon geben. Und das ist ja durchaus auch realistisch, auch auf einer bergigen Karte. Also große Bahn unterwegs. Kleine Bahn unterwegs. Auch ein Kandidat, da nochmal eine kleine Folge draus zu machen, wurde sich auch mehrfach gewünscht. Nochmal einfach eine kleine Mitfahrt hier durch die Weinberge mit der Schmalspurbahn. Das ist auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Wäre natürlich auch ein guter Kandidat, also ein gutes Thema für die neue Karte dann. Also Schmalspurbahn, irgendwie so eine Bergstrecke, muss ich mich mal ein bisschen informieren, aber gibt es ja zum Beispiel in der Schweiz durchaus ein paar gute Vorlagen, wo man sich ein bisschen orientieren könnte. Muss ich mal schauen, was es so an Rollmaterial gibt, aber es gibt ja wesentlich mehr als diese Feldbahnen. Das habe ich schon gesehen. Also Schmalspurpaket wird auf jeden Fall mal mit installiert für die neue Karte. Ja, diverse historische Bauwerke hatten wir mit am Start in der Staffel. Hier diese alte Abfüllanlage, Moselsprudel, ganz in der Nähe von, ich glaube, Kuban-Gondorf. Das haben wir jetzt hier im Bild mit der Kläranlage und die Ausläufer der Weinberge. Die Niederburg und ich glaube die Oberburg, so heißen diese beiden Bauwerke hier, die dort über Kuban-Gondorf thronen. Dann sind wir hier nochmal im Bereich um das Schloss von der Leyen. Schöne, weitläufige Perspektive. Hinten links im Bild auch schön zu sehen, schon die Mosel-Staustufe. Das müsste nochmal Kartennis sein. Also wir gehen einfach die Mosel nochmal ein bisschen durch, von Koblenz ausgehend. Habe ich auch relativ nah an die Realität dran gebracht.
zumindest was Streckenverlauf und Straßensetzung angeht. Eine der zahlreichen Brückenkonstruktionen. Viel mit der Modbox gebastelt auch. Sehr, sehr viel mit der Modbox gebastelt auf dieser Karte. Das wird auf der nächsten Karte nicht anders werden, gerade wenn ich so an Tunnelportale bei Bergstrecken denke. Da drängt sich das ja förmlich aus und auf. Und da habe ich auch schon viele Sachen versucht umzusetzen. Tunnelportalbau wird ein großes Thema werden auf der neuen Karte. Hier auch nochmal eine der zahlreichen Burgen. Der Name ist mir gerade entfallen. Schräg gegenüber der Ortschaft Löw. Und zurück in Koblenz. Ja, eine Zeitrafferfolge sehe ich gerade, muss ich auch nochmal machen, weil hier dieses Freibad zum Beispiel habe ich auch nie gezeigt. Ist eigentlich auch ganz nett geworden. Habe ich auch noch eine Zeitraffer. Aber hat jetzt auch keine Eile. Wir sind unterwegs auf dem Rhein, wie man sehen kann. Da gibt es jetzt auch nochmal ein paar Perspektiven so. Den Rhein hinunter, hier sind wir im Bereich Niederlahnstein. Da ist so der Ortskern rund um den Bahnhof nochmal schön zu sehen. Auch durchaus einer meiner Lieblingsabschnitte hier, die ganze Ecke geworden. Oberlahnstein hier nochmal schön zu sehen. Mit Schloss Stolzenfels im Hintergrund. Und da hinten ist auch nochmal so eine Burg obendrauf. Habe ich auch den Namen vergessen. Ich glaube einfach nur Burg Lahnburg? Lahnstein? Burg Lahnstein? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. So viele Burgen. Kann sich ja kein Schwein alles merken. Aber nett geworden hier auch. Der ganze Uferbereich, so mit dem Fähranleger. Das müsste Braubach sein nochmal. Auch ein schöner Abschnitt. Auch eine sehr, sehr markante Burg, die man von weit aus erkennen kann. Wird natürlich auch wieder ein Thema werden auf der neuen Karte. Festungen, Burgen, Schlösser, Burgruinen. Da wird es von allem so ein bisschen was geben. Dann hier unten, das ist auch nochmal so ein Schloss. Ich glaube, das ist heutzutage das Institut für Europäische oder das Europäische Institut für Burgen und Schlösser oder irgendwie sowas in der Art. War auf jeden Fall auch relativ wichtig, das mit einzubauen, weil es einfach einen hohen Wiedererkennungswert hat. Die Tennisplätze, die ich mir da selber irgendwie hingebaut habe, auch mit der Modbox einfach diese Linien gezogen und dann die Zäune einfach als Netzzweck entfremdet. Aber hat auch ganz gut funktioniert. So, dann sind wir nochmal auf der anderen Seite des Rheines. Hier so schön an dieser weitläufigen Rheinschleife entlang. Ja, eine durchaus ganz nette Perspektive, wenn ich das mal anmerken darf. Also gerade so diese weitläufigen Schleifen, die sehen schon echt immer gut aus. Wenn die fertig gebastelt sind, dann schön mit Ortschaften versehen, außenrum Bahnstrecken links und rechts hingekleistert. Das hat schon was. Sehr reizvoll. So, hier haben wir Bobhard rechts im Bild und eben dieser Sessellift, der dort hochführt zum Vierseenblick, wo mir dann auch tatsächlich noch verraten wurde, warum das so heißt, weil man eben aus irgendeiner gewissen Position sieht das halt mit den Flüssen bzw. mit dem Rhein ebenso aus, als würden sich da vier Seen befinden. Ja, viele Themen gewesen auf der Karte, viel umgesetzt, viel gebastelt, fast ein Jahr lang insgesamt, also es waren jetzt doch fast 11 Monate, nein, nicht ganz, 10 waren es, ziemlich genau 10 Monate. Kurz vor Weihnachten 2018 habe ich angefangen mit der Karte.
der Schienenbus auf einer der beiden Nebenbahnen. Die Hunsrückbahn in dem Fall. Die fiktive Hunsrückbahn, muss man natürlich dazu sagen. Also hat ja eher schon fast ein bisschen was von Bergstrecke, ne? So wie ich es dann hingebastelt habe. Kam erstaunlicherweise sehr, sehr gut an bei euch. Also da habe ich echt viele positive Rückmeldungen bekommen bezüglich dieser Nebenbahn, wobei ich die gar nicht so toll fand. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas hat mir nicht so ganz an der gepasst, an dieser Nebenbahn. Bis auf die Ortschaft hier oben. Die ist schon ganz schön geworden, aber die andere Nebenbahn, die Lahntalbahn, wo wir gleich nochmal ein paar Bilder ansehen werden, die finde ich persönlich ist bedeutend besser geworden. Aber ist alles Geschmackssache. So, hier nochmal die Lahntalbahn. Nicht elektrifiziert. Hier der zweigleisige Bereich. Kurz vor Friedrichssegen befinden wir uns gerade hier mit dem Campingplatz noch schön im Hintergrund zu sehen. Ein Regionalzug fährt in Friedrichssegen ein, bespannt mit einer Baureihe 218 in Altrot. So, hier nochmal das ganze Lahntal schön im Bild zu sehen. Also damit bin ich wirklich total zufrieden mit dieser Nebenstrecke. Die ist toll geworden. So, nochmal ein paar Weitwinkelperspektiven. Hier nochmal schön den Rhein entlang, da sieht man nochmal ganz gut so die Überreste vom alten Güterbahnhof in Lahnstein. Hier im unteren Bildrand nochmal schön zu sehen, alles schon stillgelegt, bisschen zugewuchert, Gleise aber noch gut erkennbar. Ist heutzutage nicht mehr der Fall, ist offenbar komplett abgerissen mittlerweile. Und irgendwie durch ein Neubaugebiet entsetzt. Hier nochmal die komplette Ausdehnung des Stadtgebietes Koblenz. Das ist natürlich in der Realität auch alles noch ein gutes Stück größer, ne? Aber irgendwo muss man dann auch einfach einen Schlussstrich ziehen. Ich könnte auch noch ein halbes Jahr weiter basteln an der Karte und dann wäre es noch nicht fertig. So, hier nochmal ein paar Daten und Fakten. Ihr seht schon, die Anlage macht tatsächlich Gewinn. Es ist erstaunlich. Aber ja gut, ich meine, ich habe natürlich logischerweise keine Kostenmod an Bord und die Linien, die benutzt werden. Hier sieht man nochmal ganz schön die Gleiskilometer. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das dann? 375 müssten das dann sein, ne? Was wollte ich sagen? Ja, mit keine Kostenmod und einige Linien werden dann ja doch benutzt von den Sims und die machen dann natürlich schon ein bisschen Geld. So ist es nicht. Also ist jetzt kein Verlustgeschäft in dem Sinn, die Anlage. So, hier sieht man nochmal die ganzen Fahrzeuge. Zig Straßenfahrzeuge. Einige Züge. Wie viel haben wir eigentlich? Fast 200, 184 Züge. Die fahren natürlich nicht alle, ne? Das sind natürlich auch inklusive der abgestellten Züge, inklusive der geparkten Loks. Das macht wahrscheinlich locker die Hälfte aus. Allein am DB-Museum, was da alles rumsteht an Rollmaterial. Hier mal nochmal die ganzen Haltestellen. Kleine Übersicht nochmal. Jo, allerhand Zeug. Was haben wir sonst noch so an relevanten Sachen? Die Gleisgeschwindigkeiten kann man nochmal schön einblenden. Dann sieht man einfach das Streckennetz nochmal. Überall dort, wo Gleise verlegt sind. Ist, denke ich, alles ganz okay geworden. Und zu guter Letzt das Straßennetz. Kann man dann auch schön erkennen, wenn man hier dieses Ding hier nochmal einblendet. Einfach die komplett alle verlegten Wege, Straßen, da zählt natürlich alles rein. Also von Autobahnen, Landstraßen bis auf die kleinen Fußwege. Jo, gigantisches Projekt. Bislang auf jeden Fall das beste Ergebnis, was ich erzielen konnte. Hat auch mit Abstand am meisten Spaß gemacht.
Und dann belassen wir es erstmal damit. Und es gibt noch einen kleinen Ausblick. Eine Sneak Preview sozusagen auf das, was kommen wird. Ab nächste Woche geht's los. Montag planmäßig 14 Uhr die erste Folge aus der Staffel 6 auf der neuen Karte. Wer sich die Karte vorab schon mal anschauen will, Berchtesgaden. Hatte ich auch schon mal in diesem Community-Tab ein Bild gezeigt, wo ich auch die Karte verlinkt habe. Berchtesgaden einfach im Steam-Workshop eingeben, dann findet ihr die. Auf diese Karte ist die Wahl gefallen und es wird eben so ein bisschen bergig, bisschen alpin, etwas Österreich-lastiger, aber schon komplett Freestyle. Also was Rollmaterial angeht, wie ich basteln werde, da wird nichts nachgebaut. Ich habe diese Stadt jetzt mal, die ihr jetzt seht. Also da sind jetzt schon so ein paar Themen, die ich euch zeigen kann. Ich bin ja wie gesagt schon knapp 5 Wochen auf der Karte unterwegs und habe mich dann auch auf ein paar so Bereiche schon mal konzentriert, damit ich zumindest schon mal so ein paar kleine Filmstellen habe, auch wenn da noch nicht so wahnsinnig viel Deko entstanden ist. Aber ihr seht schon selbst, Rollmaterial, ich packe alles auf die Karte, wo ich Bock drauf habe, solange es halbwegs thematisch reinpasst. Da darf dann auch mal die alte ET-420 im S-Bahn-Dienst unterwegs sein. Railjets dürfen natürlich nicht fehlen. Generell viel ÖBB-Rollmaterial, aber DB wird genauso unterwegs sein, in Form von allem Möglichen. Alles, wo ich Bock drauf habe, wird hier unterwegs sein. Güterbahnhof wird natürlich, oder generell Güterverkehr wird natürlich auch ein Thema werden. Hier in dem Fall gibt es dann einen kleinen Güterbahnhof, so ein bisschen am Güterbahnhof in München Riem angelegt, aber nur so ganz klein wenig so. Dann haben wir hier, das ist so ein bisschen am Allgäu angelegt tatsächlich, auch wenn die Trasse hier noch elektrifiziert wird. Der letzte Abschnitt ist geplant, der wird dann ohne Strom stattfinden, aber halt so ein bisschen vom Feeling her, so viel Viehzucht, wie man gerade schon sehen kann. Alles relativ idyllisch, Altbaustrecken, ein bisschen modernisiert schon, also eher weniger Bahnübergänge, sondern mehr mit Brücken und Unterführungen gelöst in dem Fall. Aber halt so ein bisschen am Allgäu angelegt. Alpenvorland, sagen wir es mal so. Könnte auch das bayerische Oberland sein, zum Beispiel. So die Ecke irgendwie Schliersee, Tegernsee. Das ist jetzt nochmal eine andere Ecke direkt schon wieder. Das wird eine Altbaustrecke werden, die noch nicht wirklich modernisiert ist. Also da wird eher mit Bahnübergängen gearbeitet. Und das ist dann auch ein weiterer Abschnitt. Das letzte oder vorletzte größere Thema. Eine Bergstrecke oder sowas in der Richtung halt, ne? Wo ich viel mit Viadukten und kurzen Tunneln gearbeitet habe oder eben dabei bin, wie hier schön zu sehen. Viel mit der Modbox wird gebastelt, also Tunnelportale, Tunnelkonstruktionen, Brückenkonstruktionen werden generell ein großes Thema werden. Hier sieht man schon mal ein paar schöne Filmstellen, wo ich gerade dran bin. Und damit bin ich auch schon relativ zufrieden, muss ich sagen. Ja, dann kriegt ihr schon mal so einen kleinen Eindruck in das, was kommen wird. Und auch hier Rollmaterial, bunt gemischt. Alles, worauf ich Bock habe, wird auf die Linien gepackt. Und wenn ich Bock auf andere Sachen habe, wird wieder durchgewechselt. Durchaus gewaltige Berge, die es zu sehen geben wird. Also wunderschöne Kulisse auf jeden Fall. Ich denke, es war eine gute Wahl und das soll es dann auch erstmal gewesen sein mit den ersten Impressionen. Wir starten dann, wie gesagt, am Montag. Direkt geht's in die Vollen mit dem ersten Gebastel, mit der ersten Folge der voraussichtlich letzten Staffel in Transportfieber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.